Okay. Ja, guten Abend! Nein, Christian! Ja, guten Abend! Christian Bistchen! Ja, Alter, ist das jetzt dein Scheiß? Oh, Kevin hat Bock auf mich! All deine Freunde sind da. Aber dann fängt es schon wieder an, scheiße zu werden. Ich komme hier an und wir proben. Ist ja alles gar nicht so schlimm. Aber dann bist du schon da. Sie zeigen dir, was Freundschaft heißt. So, und dann gehe ich nach Hause irgendwann und denke mir so, kann mich noch einer mitnehmen, ne? Kann mich einer mitnehmen vielleicht? Ja, Pustekuchen, alle blau, dicht, was auch immer, jegliche Form von nicht mehr Zurechnungsfähigkeit in 0,nix. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid alle! So, ich sitze aber zu Hause und komme mit meinem ganzen Kram nie hier hin. So, was mache ich? Fahr nochmal mit dem Auto hier hin, bring meinen Kram, fahr wieder zurück, nimm dann ein Fahrrad und fahr mit dem Fahrrad wieder zum Proberaum. Und ja, jetzt komme ich hier in den Bus rein, da hat der kein Touchscreen. Christian, der hat kein Touchscreen. Wo denn? Ja, hier. Kannst du dich noch dran erinnern? Hast du das mal aufgenommen von dem alten Bus? Der hatte hier Touchscreen. Aber der andere hatte Touchscreen. Da konntest du aussuchen, Filme, Englisch, Deutsch, Holländisch, Japanisch, scheißegal. Der hatte alles. Christian, der hat kein Touchscreen. Hallo, McFly, jemand zu Hause? Touchscreen. Da hat er kein Touchscreen. Christian, der hat kein Touchscreen. Also das zum Thema, ne? Und wenn ich jetzt, ich schwöre es euch, wenn ich jetzt verliere hier in FIFA, ne? Dann rennt. Ey, Bötchen. Ey. Ich gebe einmal in meinem Leben scheiß Interview. Und deine Drecksfresse. Sie zeigen dir, was Freundschaft heißt. Hi. Wo sind wir? Wir sind auf Summer Breeze. Ich habe ein paar Böhnchen. Und der werte Herr Koch wird mir sehr professionell jetzt ein Omelett zubereiten. Ja, was hier los? Hau ab. Sie zeigen. Oh, mal Bacon, Lachs und Käse. Hier gibt das ganze Programm mal. Guten Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg. Heute ist viel los, weil Summer Breeze, da treffen sich die Leute, ihr kennt das ja. Und heute ist viel los. Nico hat auch schon... Wieder am Labern? Stereo? Labert der schon wieder voll? Ja, warte. Ein paar Informationen zwischen dem ganzen Shit-Talk bin ich auch mal für ein paar Informationen zuständig. Dann machen wir jetzt ein bisschen Interview, ein bisschen Abhängen bei denen in der Backstage-Area. Im Backstage-VIP-Club. Ne? Und EMP, ne? Ja, natürlich. Hast du jetzt EMP gesagt? EMP, ja. Wir Deutschen sagen EMP. 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 Straight Outta Lingen. What's up? Kevin und Nico von Electric Callboy! Einen wunderschönen guten Tag. Kurva International. Kurva International. Kurva Musiker. Musiker Boom Boom. Musiker Boom Boom. Autogrammstunde. Jetzt. Summer Breeze. Guck mal, da kommt er. Ach Gott, schnell rein da. What's up? Was geht bei dir? Gute Zeit, Alter. Was soll ich dir sagen? Gute Zeit. Am Damm. Bitte. Rücken, Bauch und mein Gesicht. Aber am Damm rasiere ich nicht. Ja, alles geht vorbei. Doch die Haare bleiben da. Nee, alles geht vorbei. Und der Damm bleibt nicht frei. Doch am Damm bleibt heu. Entschuldigung, ich entschuldige mich. Guten Tag! Alter, Christian, wirklich? Wir haben ja gestern Content gedreht, weißt du noch? Da hast du doch geschwitzt wie ein Schwein. Ja. Ich kann voller Gewissheit sagen, ich habe in meinem ganzen Scheißleben noch nie so geschwitzt. Ich leck mal an meine Achse, komm mal her. So, merkst du, was ich meine? Wie so ein Stremellachs. Guten Tag zusammen, hallo! Hallo! Ja, bitte. Hallo, ja, geht los. Geht jetzt los. Autogrammstunde, Freunde alle da, alles Familie. Große Familie haben wir. Gut, große Familie. Hallo. Hallo. Oh, Christian, das ist so schön, dass uns so viele Sachen verbinden einfach, oder? Disney, Rick and Morty, ne? So alles einfach. Oh, Frauen und Fische. Ich brauch das. Die ist doch nicht mal 18. Ja. Access all areas, weil Artist, was machen wir? Electric Callboy ist hier. Und die haben gesagt, wir hätten eine Überraschung. Das war geil. Hi. Hör mal. Ich muss sagen, du siehst hervorragend aus.
Ich bin. Wir haben uns überlegt, kommst du einfach mal mit. Kommst du einfach mal mit bei Electric Cowboy auf die Bühne. Ja, Freunde der Sonne, ihr glaubt das nicht, ich glaube das auch nicht, ja. Der so Puffy, geil. Der Puffy ist da, so ja. Und das ist nicht nur, der ist nicht nur da, wir haben den nicht nur getroffen und haben hier einen kleinen Fan-Moment. Nein, der wird heute Abend mit uns performen. Nico, weshalb ich hier, ich bin nur euretwegen hier. Ja, nur euretwegen, ich bin nur wegen Electric Cowboy hier. Und zwar zum ersten Mal Summer Breeze. Schön. Aufgeregt? Der Geilste wird, ja, voll aufgeregt. Und der Geilste wird, der wird dann, der Feuer wird der mitmachen und er weiß nicht, wann es kommt. Nee. Ja, ey, check das aus, ne? Ja. Wird geil, wird geil. Glocke abonnieren, subscriben. Guck mal, das vergessen wir. Ja, müssen wir immer machen. Absolut. Glocke ist hier, hier, hier oder da. Ja. Oder so machen wir das. Das finden wir jetzt raus, wo die Glocke ist. Ich bin so ein Influencer. Komm, wir gehen drin. Schön, ja, lass mal so. Es wird eine ganz normale Show, Jungs. Ja. Okay, und wir haben ein bisschen jetzt. Los geht's. 3, 2, 1, Bombes! Ja! Ja, Mann! Ja! Ja, ja, komm, 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 komm her! Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja! Nico, 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 Nico! Ich hab gefurzt wie so ein Geisteskranker. Ja, ist ja gut, komm! Ja, komm her, ja, komm her, komm her! Ja, bin da, bin da, bin da! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Save my time! You are the devil, bitch, everybody knows it. Won't wanna cut my songs, not of your end. You are the devil, bitch, everybody knows it. When I'm done with you, you'd rather be dead. Dead, so dead. When I'm done with you, you'd rather be dead. Dead, so dead. When I'm done with you, you'd rather be dead. What's your phone?
for a lie. The summertime memories. We're young, we're free. Alter Verwalter, mein Respekt geht raus zu Electric Callboy. Sensationell. Ich war 3 Minuten draußen, bin nass geschwitzt, ohne Scheiß. Finnische Sauna ist ein Scheiß dagegen. Aber die, ey, klar. Wahnsinn. Und Summer Breeze, sorry Leute, geilste Festival der Welt. Super, ey. Das ist eine Ehe. Electric Callboy, Summer Breeze. Wenn ich jetzt sterbe, alles erlebt. Wo sind wir heute? Wir sind auf dem, wer ist der? Highfield. Highfield Festival sind wir. Und okay. Heute spielen wir zum allerersten Mal, genau, Hurricane ist heute rausgekommen. Pass auf, es fängt so an. Kannst auch noch eine Drehung reinmachen, wie du willst, weißt du? Kannst alles machen. Und am Ende haut ihr euch alle auf die Fresse. Aber nicht den Frauen. Danke. Finde ich sehr gut, dass du das nochmal kurz erläutert hast. Ja. Dass du bei den Frauen quasi... Bei Frauen darf man nicht auf die Fresse hauen. Nee, finde ich gut, dass du das nochmal explizit erläutert hast, dass da die Grenze ist. Genau. Finde ich gut. Danke, vielen Dank. Oh Gott, Alter. Und du meinst, du bist vorbereitet? Ja. Du bist bereit, ja? Ja, sicher, aber nicht zu, Alter. Aber Hurricane kann kommen. Aber sowas schon. Ja. Rein gar nichts. Ich habe 24 Stunden Muss gesessen. I'm gonna take it right now. And then over. This rain is rain, but I really need to feel it now. And then over. Boom, boom, pow. There you go. Ja,
das? Das war der Wahnsinn, muss ich sagen. Wir sind 15 Stunden hier hingefahren und das war eine unglaubliche Drecksfahrt, war alles scheiße. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte null Bock. Absolut gar keinen Bock. Aber. Die Show war fucking Le Baguette, Alter. Le Baguette, Kurwa. Ja, vor der Show absolut gar keine Lust. Das, was Menschen machen können, das ist die Energie. Oh, das ist unfassbar, was das für eine Energie auf der Bühne ist. Und bei den Menschen, du kriegst sofort wieder Lust. Das ist der Hammer. Und jedes Mal, genau deswegen machst du auch den Scheiß. Weil selbst wenn du Tage hast, du hast keinen Bock, die Leute sorgen dafür, dass du Bock hast, dass wir gemeinsam Spaß haben. Und deswegen liebe ich den Scheiß, den wir hier machen dürfen.